Hätte Volkswagen den Crash vermeiden können? Schon lange soll es im Konzern Warnungen gegeben haben, dass da unter den Motorhauben der Dieselfahrzeuge eine Software läuft, deren Zweck es ist, Abgastests zu fälschen. Und auch, dass das mehr mit Betrug zu tun hat als mit harmloser Schummelei. Doch entweder haben sich die Lenker im Unternehmen nicht getraut, die Notbremse zu ziehen, oder sie wollten weiter Kosten sparen und haben damit in Kauf genommen, einen Weltkonzern gegen die Wand zu fahren. Jan-Peter Bartels hat auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt ein Unternehmen erlebt, das den Schock des Aufpralls noch lange nicht verwunden hat. Tanzen, immer wieder tanzen, im Halbstundentakt. Volkswagen-Mitarbeiter sein, eine anstrengende Sache, zumindest auf der IAA. Gute Laune verbreiten und das, obwohl das Unternehmen gewaltig aus dem Takt geraten ist. Denn über Volkswagens Schummeleien bei den Dieselmotoren gibt es immer wieder neue, schlechte Schlagzeilen. Intern wurde schon vor Jahren vor den Tricksereien gewarnt, heißt es heute. Branchenexperten sagen, das könnte für VW alles noch schlimmer machen. Dann ist es ein weiterer Schlag ins Gesicht der Behörden, insbesondere in Amerika, aber auch in Deutschland, dass man jahrelang diese Praxis nicht korrigiert hat. Und man muss mit höheren Strafzahlungen rechnen, man muss mit höheren Sanktionen rechnen, wenn das tatsächlich sich bestätigen sollte. Ein VW-Techniker habe schon vor 4 Jahren vor illegalen Praktiken gewarnt. Das steht in einem Prüfbericht der internen Revision laut Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Doch warum reagierte in Wolfsburg niemand auf die Warnung? Unklar. Der Autobauer will dieses Thema heute nicht kommentieren, verspricht aber, betroffene Dieselfahrzeuge schnell umzurüsten, damit sie den Abgasgesetzen entsprechen. Sonst droht jetzt das Kraftfahrtbundesamt, könnte den Typen die Zulassung in Deutschland entzogen werden. Viel zu tun also für Volkswagen. Will das Unternehmen so viel erreichen wie seine tanzenden Mitarbeiter auf der IAA? Applaus im Halbstundentakt. Frankreich hat erstmals Angriffe gegen IS-Stellungen in Syrien geflogen. Nach Angaben von Präsident Hollande wurde ein Trainingslager der Terrormiliz Islamischer Staat im Osten des Landes zerstört. Bisher hatte sich das französische Militär nur an den Luftschlägen der US-geführten Allianz im Irak beteiligt. Am Abend kündigte Hollande an, die Einsätze in Syrien fortzusetzen. Hier in der schönen grünen Eifel ist viel Gras gewachsen seit dem Kalten Krieg. Und trotzdem schlummern hier Relikte aus einer Zeit, in der sich zwei Supermächte zähnefletschend gegenüberstanden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in dieser Region Atomwaffen der Amerikaner lagern. Und dieses Waffenlager soll nach einem Vierteljahrhundert nicht etwa eingemottet, sondern modernisiert werden. Wenn sich morgen der amerikanische und der russische Präsident in New York nach langer Zeit wieder einmal die Hände schütteln, um einen gemeinsamen Weg zum Frieden in Syrien zu suchen, da passt diese Geschichte irgendwie nicht ins Bild. Stefan Eppmeier. Der erste Eindruck, alles friedlich am Flieger Horst Büchel in der Eifel. Doch hinter diesem Zaun liegen mutmaßlich die letzten amerikanischen Atomwaffen auf deutschem Boden. Ein russisches TV-Team interessiert sich dafür, eher ungewöhnlich in der Eifel. Russland ist besorgt, Elke Koller auch. Die angeblichen Atomwaffen machen der Friedensaktivistin Angst. Es ist für mich völlig unverständlich, dass für etwas, was auch im Grunde militärisch keinen Sinn macht, so viel Geld verschleudert wird. Das sehen Verteidigungsexperten anders. Die Atomwaffen hätten einen politischen und einen militärischen Sinn. Der politische Sinn ist, dass Deutschland damit mitbestimmen kann, was im Nuklearbereich innerhalb der NATO eigentlich passiert. Das können nur diejenigen Staaten machen, die an der sogenannten nuklearen Teilhabe teilnehmen. Und das andere ist die militärische Bedeutung. Die Waffen haben natürlich im Prinzip immer noch eine Bedeutung im militärischen Bereich, dass man sagt, wir drohen euch zumindest damit, dass wir in der Lage sind, diese Waffen einzusetzen. Die nukleare Teilhabe gibt Deutschland ein Mitspracherecht innerhalb der NATO. Sie bedeutet aber auch, im Ernstfall fliegen deutsche Kampfpiloten amerikanische Atomwaffen. Nähere Informationen dazu verweigert die Bundesregierung. Wie Sie ja wissen, unterliegt die Informationspolitik zu den Nuklearstreitkräften der NATO aus Sicherheitsgründen den Geheimhaltungsregeln des Bündnisses. Der Widerstand gegen Atomwaffen in Deutschland ist abgeebbt. Der Höhepunkt 1986. 180.000 Menschen protestierten in Rheinland-Pfalz. Das Bundesland schon lange als der sogenannte Flugzeugträger der NATO in der Kritik. Elke Koller will weiter für Frieden kämpfen, fühlt sich immer noch bedroht.
Wenn dann etwas passiert, eine Explosion oder ein Feuer ausbricht, dann gehen die Bomben mit hoch. Und das macht mir schon große Sorgen. Ob die USA hier nur modernisiert oder aufrüstet, unklar. Der friedliche Eindruck wahrscheinlich trügerisch.